Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich dachte, wir machen endlich mal wieder ein Do-It-Yourself zusammen. Und zwar machen wir heute dieses Armband mit Makramee-Verschluss. So ein ähnliches Video habe ich schon auf meinem Kanal online, aber da habe ich ständig die Finger zwischen Kamera und Armband und deshalb machen wir das Video einfach mal neu. Für das Armband braucht ihr auch eigentlich gar nicht so viele Artikel. Also es gibt verschiedene Arten, das zu machen. Einmal mit Buchstaben und einmal mit Anhängern. Wir machen heute das mit Buchstaben. Dazu braucht ihr eine Schere, etwas Baumwollband, dann entweder eben die Anhänger. Ich habe hier ein Buch genommen, daraus habe ich mir auch noch ein Armband gemacht. Dann braucht ihr einen Biegering, um den Charm daran zu befestigen, eine Zange. Und dann braucht ihr für heute noch Buchstabenperlen und Spacer. Ich habe mir von dem Baumwollband zwei Schnüre abgeschnitten. Der Verschluss wird ungefähr 15 bis 20 cm und das Armband selbst ungefähr 30 cm. Jetzt wollen wir natürlich als erstes unsere Perlen auffädeln. Dafür müssen wir die Enden der Schnur ein wenig anbrennen, damit sie einfach nicht auseinandergehen, damit sie nicht so fusseln. Sondern halt so verkleben. Dann fädeln wir einfach nach und nach unsere Perlen auf. Wir beginnen mit den silbernen Spacern. Die bilden quasi so das Anfangs- und Endstück des Namens. Und dann fädeln wir nach und nach einfach die Buchstabenperlen auf. Wenn die Buchstabenperlen alle aufgefädelt sind und die Spacer auch und alles, was ihr einfach an dem Armband haben wollt, dann gucken wir, dass der Name ungefähr in der Mitte des Armbandes oder der Schnur positioniert wird, weil wir dann nämlich den Verschluss genau an der gegenüberliegenden Seite machen. Dafür gehen wir einfach hin und legen quasi so eine Art Kreis mit dem Armband, sodass die Enden rechts und links noch abstehen. Dann nehmen wir uns das Stück Schnur, das noch übrig ist für den Verschluss, fädeln das quasi so unter dem Armband, unter beiden Schnüren durch und machen da dann einen ganz normalen Knoten, also einfach der Knoten, den jeder kennt, wie ihr es eben hier seht. Und dann ziehen wir das einfach zusammen, gucken, dass auf jeder Seite die Schnur ungefähr gleich lang bleibt, also die Schnur des Verschlusses. Und dann sieht das ungefähr so aus. Das heißt, wir haben zwei Schnüre vom Armband, zwei Schnüre von den Verschlüssen und zwei Schnüre von den Enden. Dann gehen wir hin und fangen rechts an. Wir legen quasi so eine Schlaufe und das lose Ende unter den beiden Schnüren durch. Das ist wichtig, dass ihr das unten drunter legt. Dann holen wir das gegenüberliegende Verschlussband, legen das rechte quasi über das linke drüber. Da, wo ich jetzt meinen linken Finger habe, da liegt das rechte unter dem linken. Und das linke Band ziehen wir dann in die Schlaufe und ziehen das Ganze fest. Ich zeige es euch jetzt von der anderen Seite natürlich nochmal. Ja, einfach gut festziehen. Und dann machen wir dasselbe mit links. Wir legen wieder die Schlaufe unter den Schnüren hindurch, halten das fest, legen das Band rechts drüber. Und das andere Band ziehen wir dann quasi durch die Schlaufe und ziehen den Makramee-Knoten fest. Jetzt war die Kamera nicht ganz scharf. Wir haben auf jeden Fall jetzt zwei Makramee-Reihen schon gemacht. Ich zeige es euch gerne nochmal. Rechte Schlaufe unter den Schnüren durch, links drüber legen und das linke Band dann durch die Schlaufe auf der gegenüberliegenden Seite. Es ist eigentlich kein Hexenwerk, aber ihr müsst halt darauf achten, dass ihr auf jeden Fall das Makramee ordentlich festzieht, damit es sich einfach später nicht irgendwie lösen kann. Nochmal auf der linken Seite ein Hasenohr, so habe ich es früher gelernt, drüberlegen und das andere Band, hier ist ein bisschen rausgerutscht, ja, nochmal durchziehen und gut festzurren. Das waren jetzt vier Makramee-Knoten. Ich habe jetzt außerhalb der Kamera noch zwei Stück gemacht. Ich mache immer so pro Verschluss sechs Makramee-Knoten und dann sieht das Ganze so aus. Dann geht ihr hin und schneidet einfach die zwei Enden des Verschlussbandes ab
Also ihr müsst aufpassen, dass ihr wirklich das Verschlussband abzieht, also quasi das, mit dem ihr die ganze Zeit diesen Hasenohren gelegt habt. Dann holt ihr wieder euer Feuerzeug und senkt die Enden ein bisschen ab. Ihr müsst einfach aufpassen, dass es nicht zu sehr verbrannt aussieht. Und dann drückt ihr das einfach ein bisschen fest, damit euer Knoten hält. Wenn ihr kein Baumwollband nehmt, sondern Polyesterband, dann schmilzt das auch besser und dann könnt ihr es mit dem Feuerzeug quasi auch andrücken. Aber jetzt wäre unser Armband so gut wie fertig. Also der Verschluss ist fertig. Ich habe dann noch auf jeder Seite einen Knoten gemacht, weil mir die angebrannten Enden einfach nicht so gefallen haben. Ich bin dann einfach hingegangen, habe einen Knoten gemacht und habe dann quasi das überstehende Stück mit der schwarzen Kappe, die ich verkokelt habe, abgeschnitten. Ja, hier auf der anderen Seite habe ich auch noch einen Knoten gemacht. Das ist einfach ein ganz stinknormaler Knoten, wie ihn jeder beim Schuhbinden etc. auch macht. Also den muss ich euch, glaube ich, nicht erklären. Ja, einfach gut festziehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr ans Ende auch noch eine Perle mit einfädeln. Ich habe es jetzt gelassen, habe dann das schwarze verbrannte Stück abgeschnitten und auf der anderen Seite auch. Und dann war mein Armband quasi fertig. Das war mein Video zum simplen Makramee-Knoten. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen und ihr dürft mir auch gerne eure Bilder zukommen lassen.